Anacreontik ist eine nach dem altgriechischen Lyriker Anacreon benannte Stilrichtung der deutschen und europäischen Dichtung Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie ist verspielt galant und kreist um die Themen Liebe, Freundschaft, Natur, Wein und Geselligkeit. Die Anacreontik geht auf die Lyriksammlung Anacreontia zurück. Die deutsche Anacreontik. 1733 übersetzte Johann Christoph Gottsched als erster einige der antiken anacreontischen Gedichte stilistisch und metrisch sicher in die deutsche Sprache. Ziel dieser Übersetzungen war vor allem die Verbesserung der poetischen Ausdrucksformen im Deutschen. 1743 erschienen die scherzhaften Lieder nach dem Muster des Anacreon, herausgegeben von einem Bautzneffen Christian Nikolaus Naumann. Dennoch schafft es Naumann nicht, eine anacreontische Strömung in Deutschland auszulösen. So sehr bleibt er in seiner Sprache noch den Metaphern und dem Stil des Barock verhaftet. 1744 veröffentlicht nun Johann Wilhelm Ludwig Gleim seinen Versuch in scherzhaften Liedern. Kurze Zeit später veröffentlichen Johann Peter Uz und Johann Nikolaus Götz die Oden Anacreons in reimlosen Versen. Damit waren die Grundlagen geschaffen, die Oden Anacreons sind zum ersten Mal komplett in die deutsche Sprache übertragen. Und eine erste Veröffentlichung, die ausschließlich Gedichte im Stile Anacreons bietet, ist auf dem literarischen Markt. In der Folge entwickelte sich eine rege Nachahmung der Gedichte Anacreons, die in ihren Motiven und ihrem formalen Aufbau relativ eng ist. Die Themen der Anacreontik sind die Freude an der Welt und am Leben. Dies drückt sich aus in der Darstellung der Liebe, der Freundschaft und Geselligkeit, des Weingenusses und der Freude an der Natur. Auch das Dichten selbst ist häufig Thema, der im Gedicht dargestellte Raum ist häufig eine anmutige und liebliche Landschaft. Oft tritt Personal der antiken Götterwelt auf. So in Verbindung mit dem Wein vor allem Dionysos und Bacchus, in Verbindung mit der Liebe Amor und Eros und speziell bei Gleim Z.B. Chader. Auch formal bleibt der Rahmen relativ eng. Das Versmaß der Anacreontika ist der drei- oder vierhebige Jambus oft mit einer weiblichen Kadenz. Im Gegensatz zum barocken Alexandrina vermittelt dieses Versmaß einen leichten, tändelnden Eindruck, es passt sich also der Thematik an. Auch der Endreim fehlt in einem streng anacreontischen Gedicht, ebenso wie die Gliederung in Strophen. Dadurch werden andere Mittel zur Gliederung notwendig. Dies wird vor allem erreicht durch rhetorische Figuren der Wiederholung auf Laut-, Wort- und Satzebene. Dies führt zu einer starken Redundanz der Texte. Dem Leser wird deutlich, dass eine rationalistische Interpretation unangemessen wäre. Diese Dichtung sollte sinnlich aufgenommen werden. Ab ca. 1770 wandten sich die Dichter Klopstock, Herder und bald auch Goethe in zunehmendem Maß von der anacreontischen Dichtung ab und stattdessen einer an Pindar orientierten, erhabeneren Dichtung zu. Dies kommt beispielsweise in Goethes Gedicht Der Adler und die Taube von 1772 zum Ausdruck. Deutschsprachige Vertreter der Anacreontik waren Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Hagedorn, Johann Georg Jacobi, Friedrich Gottlieb Klopstock, Jakob Michael Reinhold Lenz, Gotthold Ephraim Lessing, Christian Nikolaus Naumann, Friedrich Schiller, Johann Peter Uz, Johann Nikolaus Götz, Albrecht von Haller, Eduard Friedrich Mörike, Leporellus Register Arie. Während die meisten Werke der deutschen Anacreontik nach dem Ende dieser literarischen Mode wieder in der Vergessenheit versunken sind, lebt ein Werk, freilich ohne dass der Zusammenhang bekannt geblieben wäre, nach wie vor weiter. Anacreons Gedicht 32 auf seine Mädchen ist eine von vielen möglichen Vorlagen, die Lorenzo da Ponte für Leporellus Register Arie in Mozarts Don Giovanni zu Hilfe nahm. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass diese Anspielung auf die anacreontische Dichtung dem damaligen Publikum bewusst war.